So, hallo und herzlich willkommen in der Hütte aus Gründen von Schlechtwetter. Ich wollte eigentlich in den Wald, aber ja, in diesem Türchen findet ihr mich, schon wieder, Überraschung. Und ich erzähle euch was, Überraschung. Und diesmal wollen wir ein bisschen über Nationalerbebäume bzw. das Programm zu den Nationalerbebäumen ein wenig reden. Ich muss mich möglicherweise hinterher nochmal ein bisschen Voice-Over oder untertextmäßig bei der einen oder anderen Stelle formal etwas korrigieren, weil ich nicht genau weiß, wer jetzt wie mit wem und von wem das Ganze ausgegangen ist und initiiert wurde und so weiter und so fort. Aber wir fangen jetzt einfach der Vollständigkeit halber mal damit an, dass durch so, glaube ich, 1870 oder sowas um den Dreh, oder war es 80? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich gucke es nach und schreibe es euch unten hin. Seht ihr, da geht schon los. Dendrologie ist Baumkunde, vorsichtig ausgedrückt. Streng genommen verstehen wir uns inzwischen eher als Gehölzkundler. Also es muss nicht zwingend der Baum sein. Auch ein Strauch oder jede andere Lignocellulose ausbildende Pflanze ist uns willkommen. Ja? Bedeutet, alles was Holz hat, ist bei der Dendrologie gerne zu integrieren. Hin und wieder gibt es ein paar Exkurse in den Bereich der anderen Pflanzen. Hin und wieder gibt es ein paar Exkurse in den Bereich der Tiere an Pflanzen. Aber im Wesentlichen ist schon der Fokus auf der Pflanze, als der Holzpflanze als solche. Ästhetische Aspekte, wissenschaftliche Aspekte, Zukunft der Holzpflanzen, Verbreitung, besondere Wuchsmerkmale, Wuchseigenschaften oder zum Beispiel eben auch Änderungen der selbrigen im Hinblick auf Klimawandel. Die DDG gibt regelmäßig auch durchaus wissenschaftliche Papierchen raus zu verschiedenen Bäumen. Viele Mitglieder sind Wissenschaftler, aber, das ist auch ganz, ganz wichtig, nicht nur. Es ist eine bunte Truppe von an Gehölz interessierten Leuten. Das geht vom völlig ohne jeden beruflichen oder Ausbildungsbezug einfach nur am Baum Interessierten oder Interessierte, die einfach nur Freude am Gehölz entwickelt haben im Laufe ihres Lebens, über den Gärtner, Florist, Floristin, selbstverständlich, also ich verwende jetzt das generative Maskulinum und hoffe, dass mir keiner auf die Füße tritt, dann Landschaftsarchitekten zum Beispiel. Es ist kein Mensch, es ist kein Tier, es ist der Panzergrenadier, harthärter Landschaftsgärtner, das habe ich gesucht, harthärter Landschaftsgärtner, genau, die sind zum Beispiel auch dabei, generelle Landschaftsökologen, Botaniker, Forstwissenschaftler, Förster und ja, sowas in diese Richtung. Also jeder, der sich in irgendeiner Form einer Liebe zum Gehölz beteiligen möchte, der ist gut aufgehoben in der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Wie gesagt, die gibt schon sehr lange, ist einer der ältesten Vereine Deutschlands und wird es auch sicherlich noch sehr, sehr lange geben. Der Nachwuchs an neuen jungen Mitgliedern ist natürlich mal eher ein bisschen sporadisch, aber ehrlich gesagt, bis man da weiß, dass man tatsächlich so eine Liebe zum Baum verspürt, dass man Mitglied in der DDG werden möchte, das mag vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen dauern und viele, so ging es mir zumindest lange Jahre, haben gar nicht gewusst, dass es eine Deutsche Dendrologische Gesellschaft gibt. Wir arbeiten ein bisschen an der Social-Media-Karriere. Möglicherweise, wenn ich mal Zeit und Bock habe und das dem Vorstand unterbreite, und das ist jetzt eine schlechte Idee, das hier öffentlich auf YouTube zu erzählen, könnten wir vielleicht ja auch mal über einen YouTube-Kanal nachdenken. Aber egal, jedenfalls, die Dendrologische Gesellschaft macht neben dem Winterseminar und dem, ja, Sommerseminar heißt es nicht, der Jahreshauptversammlung, wo man dann eben viel über Gehölze erfahren kann, der Herausgabe der Ginkgo-Blätter, das ist unsere Vereinszeitung sozusagen, wo man dann auch vieles zu Gehölzen erfahren kann und wo natürlich auch drin steht, wann wieder welche Veranstaltung und so weiter und so fort ist, ergibt es unter anderem das Programm der sogenannten Champion Trees. Da werden besondere Gehölze, Betonung auf Gehölze, nicht nur Bäume, es heißt zwar Champion Trees, aber auch Sträucher, die besonders dick sind, jeweils ausgewählt, jeweils das stärkste Exemplar einer Art oder Unterart oder Sorte, das man, ich glaube in Deutschland, ich glaube es ist national, finden kann, bekommt dann eben ein kleines Stempelchen mit Champion Tree und wird ausgerufen im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung, wo dann eben dieses Gehölz besonders gelobt und gepriesen wird. Da kann man dann hinterher nachgucken, wo
die alle stehen, diese Champion Trees. Und tatsächlich ist es für Dendrologen, inklusive mir, durchaus eine Möglichkeit für den Sommerurlaub, einfach mal wieder ein paar neue Champion Trees angucken zu gehen. Ja, wir sind komisch, aber wir machen das gern. Und es gibt nun wirklich schlimmere Hobbys, als sich besonders herausragende Bäume anzugucken. So, und jetzt weiß ich nicht, ob es aus der Idee der Champion Trees heraus geboren worden ist, aber im Rahmen mit Hilfe wohlgemerkt, der DDG hat Professor Andreas Roloff aus Tharandt, der ist inzwischen Seniorprofessor, aber die TU Dresden, die hat eben draußen in Tharandt, das ist ein kleiner Ort im Tal der wilden Weißeritz, wo übrigens auch die Forstwissenschaft meiner Meinung nach erfunden worden ist, oder zumindest die erste Vollforstakademie und die erste Forstuniversität Deutschlands in gewisser Weise entstanden sind, von Heinrich Kotter damals gegründet, mindestens dem geistigen Vater der Forstwissenschaften, wenn er es nicht wirklich erfunden hat. Da kann man sich noch kloppen, ob nicht ein gewisser Herr Hartig eventuell vorher dran gewesen ist. Aber das führt jetzt zu weit an dieser Stelle. Jedenfalls an diesem historisch bedeutsamen Ort mit dem ältesten forstbotanischen Garten der Welt. Je nachdem kann man sich auch wieder kloppen, ob nicht eventuell St. Petersburg noch einen älteren hat, aber nein, haben sie nicht. Punkt. Damit eben an diesem ganz besonderen Ort, da gibt es Professor Roloff. Und Professor Roloff hat im Laufe seiner Karriere als, ich sage jetzt mal ganz lapidar, Forstbotaniker, hat er festgestellt, dass ihm alte Bäume offensichtlich sehr liegen, und eben jetzt im Rahmen mit der DDG, wo er auch schon lange Mitglied ist, und eben anderen Mitgliedern der DDG, die sich da auch um das Kuratorium Nationalerbebäume beworben haben und eben in dieses gewählt worden sind, ist und Anleitung von Professor Roloff die Idee aufgekommen, dass man doch dringend in Deutschland sogenannte Nationalerbebäume bräuchte. Und was ist jetzt ein Nationalerbebaum? Naja, das ist halt ein Baum von nationaler Bedeutung, der tatsächlich als Kulturgut unbedingt in ja, die deutsche Kultur und Natur und auch aus naturwissenschaftlichem Interesse selbstverständlich unbedingt erhalten werden muss. So, jetzt könnte man meinen, ja, aber es gibt doch das Naturdenkmal. Das Naturdenkmal ist eine Naturschutzkategorie, die kleinste flächenmäßig und entspricht quasi einem Miniatur-Naturschutzgebiet. Das gibt es, und hin und wieder sind auch Bäume Naturdenkmal. Die haben dann so ein kleines Schildchen dran und dann ist das Ding Naturdenkmal, und theoretisch darf es dann keiner kaputt machen und du darfst nicht die Autobahn da durchlegen, wo gerade ein Naturdenkmal sich befindet. Muss die Autobahn drumherum legen. Ja? Soweit eigentlich schon ganz schön, aber mehr passiert mit dem Naturdenkmal im Regelfall nicht. Das interessiert die, jetzt meinen wir Feinde, aber häufig hat die zuständige Behörde, die sich um das Naturdenkmal kümmern muss, entweder keine Zeit, keine Motivation oder nicht die notwendigen Geldmittel, weiter mit ihren Naturdenkmälern irgendwas anzufangen. Ach, und das bedeutet, abgesehen davon, dass das Ding nicht kaputt gemacht werden darf und man theoretisch nicht darauf rumklettern soll und so weiter und so fort, war es das dann. Ja, und da geht jetzt eben die Idee zur Ausweisung von Nationalerbebäumen ein ganzes Stückchen weiter und soll oder will herausragende Baumindividuen wirklich zum Objekt nationalen Stolzes, ob das jetzt unbedingt national im Sinne von, ne, also die dürfen auch gerne international bekannt werden, das will ich damit sagen, aber es soll auf jeden Fall wirklich ein Symbol für unsere Natur und unsere herausragenden Einzelbaumexemplare sein. Ja, schöne Wälder haben wir auch, ein paar davon sind noch übrig, aber hier geht es jetzt wirklich um Einzelbäume, die als Individuum eben herausragende Einblicke in Baumphysiologie und vielleicht die Sagenwelt und vielleicht einfach als Ort der Ruhe, der Inspiration, der Kraft oder was auch immer dienen können. Und das meine ich jetzt mit vollem Ernst, so ein uralter Baum, schon etwas zerfallend und nicht mehr im ganz frischen Zustand, der hat schon wirklich eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, wenn man sich an oder unter ihm befindet oder neben ihm. Das ist schon wirklich was Herausragendes.
Und der Titel Nationalerbebaum soll jetzt eben an 100 Bäume vergeben werden, die besonders herausragendes Alter und besonders herausragende Schönheit und Würdigkeit für diesen Titel sozusagen mitbringen. Das bedeutet zunächst mal, dass der Baum natürlich noch am Leben sein muss. Er muss eine gute, günstige Zukunftsprognose haben, dass er eben noch älter wird. Und wir setzen ein potenziell zu erreichendes Mindest Baumalter, in vielen Fällen ist das auch schon erreicht, von 400 bis 1000 Jahren voraus. Ob es in Deutschland irgendwelche Bäume gibt, die überhaupt älter als 1000 Jahre werden können, das ist durchaus umstritten. Existierende Beispiele, wo man beweisen könnte, dass irgendein Baum mehr als 1000 Jahre alt geworden ist, existieren nicht. Gibt es keinen einzigen. Ja, wir haben ein paar 800-jährige Eichen mindestens mal gehabt. Ich meine, es gibt auch noch das ein oder andere Exemplar oder zumindest sollen die 800 sein und bei der einen oder anderen mag das auch stimmen. Das ist es dann aber. Bei Eiben ist das auch so ein Fall, die könnten potenziell auch super, super alt werden. Es gibt nachweisbar in Großbritannien und es gibt keinen vernünftigen Grund, warum die bei uns nicht theoretisch auch so alt werden können, aber dann gibt es halt einfach keine mehr, die das überlebt hätte. Gibt es jedenfalls in Großbritannien Exemplare, die sollen 1200 Jahre alt sein und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das möglicherweise sogar stimmt. Ne? Und ja, da um nur einfach ein Beispiel zu nennen, aber das Höchstalter von einem einzelnen Baumstamm, also ein Baumindividuum, so mit dem Stamm, den es ursprünglich hatte, so gewachsen, dass es nie umgefallen ist und sich nie aus sich selbst heraus verjüngen musste oder halt eben nie wirklich vollständig gestorben ist. Da liegt das Höchstalter bei Pinus longeva, die ich wahrscheinlich nicht korrekt ausspreche, weil ich den Baum selten brauche und ich schreibe euch unten mal hin, wo das Ding steht. Und der ist circa 5000 Jahre alt. Ne? Möglicherweise blende ich an der Stelle auch ein Bild ein. Und das ist, jetzt könnt ihr vielleicht anmerken, wenn ihr es wisst, ja, aber da gibt es doch in Schweden Old Tico, die olle Miniaturfichte, die 10.000 Jahre alt ist. Ja, bei Old Tico hat man lebendes Gewebe gefunden, das angeblich 10, ja, das ist wahrscheinlich schon so, 10.000 Jahre alt ist, aber vom ursprünglichen Stamm ist da nichts mehr übrig. Das ist also wirklich nur ein bisschen Wurzelgewebe, was da 10.000 Jahre alt sein soll. Ja? Es geht um bei der Suche nach den ältestmöglichen und besonders herausragenden Einzelbäumen wirklich darum, dass die als individueller einzelner Stamm oder zumindest als Teile eines einzelnen Stamms, wenn der dann mal auseinandergeflogen ist, was bei sehr hohem Alter dann irgendwann der Fall sein wird, so noch in der Gegend herumstehen. So, und wie gesagt, die 100 davon, die zu suchen, hat sich jetzt Professor Roloff zur Aufgabe gemacht. Professor Roloff hat für sowas inzwischen Zeit, wie er selber gesagt hat. Ich hoffe, ich zitiere ihn hier richtig. Ist nur ein Gedächtnisprotokoll sozusagen, was er uns da erzählt hat. Letztes Jahr beim Winterseminar der Dendrologischen Gesellschaft, wo ich das Glück hatte, mit ihm im Forstbotanischen Garten Tharandt ein bisschen rumlaufen zu dürfen. Für mich persönlich gehört Professor Roloff, und jetzt muss ich an der Stelle ein bisschen rumschleimen, so ein bisschen zu den forstlichen Rockstars sozusagen. Und ist ein bisschen ein Vorbild, weil ich die Kombination aus enormem Fachwissen und einem Auftreten, dass man ihm das auch super gerne ja, abkauft ist das falsche Wort, aber man hört ihm gerne zu. Ja, es macht enorm Spaß und ist eine große Bereicherung, eine zum Beispiel Führung durch den Forstbotanischen Garten mit Professor Roloff erlebt zu haben. Und natürlich hat er da noch viel mehr Erfahrung als ich, daher ist er ein Stück weit für mich ein Vorbild, weil sowas mache ich ja auch. Jetzt nicht im Forstbotanischen Garten Tharandt, aber ja, herumführen zu Bäumen. Und ja. Wie dem auch sei, jedenfalls haben wir da das Glück gehabt, dass er uns eben darüber informiert hat, dass er von der Technischen Universität Tharandt noch nicht weggelassen wurde. Normalerweise gehen Professoren ja mit 65, beziehungsweise wenn sie jünger sind, dann halt mit 67 irgendwann mal in die Pension, und das ist fix, ne? Du kannst als Professor nicht beliebig lange weiterarbeiten, das funktioniert nicht, als Beamter musst du dann halt irgendwann mal in den Ruhestand geschickt werden. So, es gibt aber das Programm an manchen Universitäten, nicht überall, des sogenannten Senior-Professors, wo man dann dem ehemaligen Lehrstuhlinhaber für irgendwas ganz, ganz Wichtiges, sozusagen, also jetzt
ein bisschen lustig formuliert, ne? Das ist eine große Ehre, Seniorprofessor zu werden, eine sehr große Ehre. Ja? Aber lustig formuliert kriegt er statt seinem großen, wichtigen Büro, das kriegt sein Nachfolger, irgendein kleines Kabäuschen irgendwo draußen und darf sich dann noch irgendeiner Altersaufgabe widmen. Ja? Und im Fall von Professor Roloff ist das eben die Findung und Ausrufung der 100 Nationalerbebäume, die eben dann bitte nach Möglichkeit auch gerne als Ausflugsziel und eben als Objekt der Begierde und der Schönheit und der Entspannung für alle Leute zur Verfügung stehen. So, und das Tolle ist jetzt, normalerweise, ja gut, 100 tolle Bäume raussuchen ist das eine. Die Arbeit muss natürlich irgendwer machen und das dauert auch eine Weile und das ist alles anstrengend, aber in Kombination mit der DDG, also der Dendrologischen Gesellschaft, gibt es auch immer einen kleinen feierlichen Akt zur Ausrufung des jeweiligen Baums. Die Dendrologische Gesellschaft als Haufen von allen möglichen Gehölzexperten stellt auch das entsprechende Know-how zur Verfügung, wie dann diese Bäume jeweils zu pflegen sind. Denn einen alten Baum, einfach nur Deckel drauf und das ist jetzt ein Naturdenkmal, das haben wir ja jetzt schon, ne? Aber das bleibt ja nicht ewig ein Naturdenkmal und manchmal brauchen diese alten Baumriesen eben ein wenig Pflege und vor allen Dingen sachgerechte Pflege. Da kannst du nicht einfach dicke Äste aus der Krone rausschneiden, in der Hoffnung, ja, okay, der Ast war krank, den muss man jetzt rausschneiden. Dann erzeugt man eine derart große Wunde am Baum, dass das nie wieder, gerade bei einem alten Baum, nie wieder rechtzeitig verheilt und man macht wahrscheinlich mehr Schaden, als man Nutzen angerichtet hat durch das Absägen dieses Astes. Andererseits völlig ohne hin und wieder mal einen kleinen Schnitt zu setzen an so einem alten Baum, ist es auch wieder schwierig, weil gerade wenn da eben ein Totast drin hängt, der demnächst abzubrechen droht, der dann beim Abbrechen möglicherweise einen großen Riss in die Gesamtstruktur des Baumes bricht und der dann komplett zusammenfällt, weil so stabil sind halt diese Methusalem-Bäume eben nicht mehr. Da bräuchte es dann wirklich einen ausgewiesenen Experten, den die DDG, wie gesagt, irgendwo hat, der da genau weiß, wie ein solch alter Baum zu pflegen ist. Oder wenn man sieht, dass es keinen Sinn mehr ergibt, diesen Baum hier jetzt über seine natürliche Lebenserwartung heraus unbedingt am Leben erhalten zu wollen, dann kann es auch hier und da mal durchaus sinnvoll sein, den dann in Würde altern und in Würde sterben zu lassen und einfach nichts zu tun, was die Optik oder das Erscheinungsbild des Baumes oder auch die natürliche Wachstumsfähigkeit von Bäumen völlig verfälscht. Prominentes Beispiel, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber es gibt hin und wieder alte Bäume in Stadtparks, die super alt geworden sind, statt Parken. Stadtparks, doch Parks, oder? Ja, Wörter mit schwierigem Plural. Und da kommt es hin und wieder mal vor, dass man diese Bäume unbedingt erhalten möchte. Das kann ich zwar verstehen, wenn dann die Erhaltungsmaßnahmen, aber ein Haufen Stahlträger, gegebenenfalls Betonumbauungen oder das Ausgießen von Hohlräumen mit was auch immer, Beton ist dann auch das harmloseste, beinhalten, dann geht natürlich der Zauber und die Natürlichkeit eines solch alten Baumriesen auch vollkommen verloren, meiner Meinung nach. Und die Ästhetik, die ein solcher Altbaum haben kann, die ist im Eimer. Ne? Also um jeden Preis unbedingt eine 1000-jährige, sagen wir mal 800-jährige Linde aufrecht zu erhalten und am Leben zu erhalten, da kann man sich schon wirklich sehen. Sehr kloppen, ob das unbedingt sein muss. Und solchen Fragen stellen sich natürlich auch die Kollegen aus dem Kuratorium eben für die Nationalerbebäume. Ne? Und ich finde das ein ganz, ganz, ganz furchtbar tolles Projekt. Jetzt müssen wir uns noch mal ein paar Beispiele angucken und noch mal ein paar allgemeine Dinge von Voice-Over-Ben dazu zu hören bekommen und vor allen Dingen noch ein paar Bilder, so ich dann eben entsprechend rankomme. Aber bevor wir das machen, seid so gut, wenn ihr Lust habt und 5 Minuten Zeit, ich glaube nicht mal 5 Minuten, dann geht doch einfach mal entweder unten auf den Link in der Videobeschreibung oder auf nationalerbebäume.de. Da findet ihr auf der Startseite in der Mitte links einen Mann mit Schnurrbart, also nicht ganz so, ne, so ein bisschen, das ist der Professor Roloff und der kann in 3 Minuten hervorragend zusammenfassen, wofür, also viel besser außerdem, wofür ich es mal wieder 20 Minuten gebraucht habe, weil ich mal wieder ich halt bin. So, und damit geht's dann weiter mit Voice-Over, Ben. Und guckt euch das wirklich gerne an, das ja, ist gut.
So, und damit sind wir jetzt also im Voice-Over-Teil angekommen. Ich habe euch hier mal zum Drüberquatschen eingeblendet. Die Methusalem-Esskastanie, die circa 1000 Jahre alt sein dürfte. Das Bild ist auch von Professor Roloff und das habe ich geklaut aus der AFZ4 von 2019. Nur damit das klargestellt ist, ne? Wo das Ding herkommt. Ebenfalls zitieren möchte ich aus besagter AFZ, in der Professor Rodolph nämlich schon mal eben zu langlebige Bäume referiert hat, beziehungsweise also ein Paper, nennt man das ja so schön, dazu geschrieben hat. Und er unterscheidet dort kurzlebige, mittelalte und langlebige Bäume. Und da müssen wir uns jetzt, glaube ich, einfach mal ein kleines bisschen mit auseinandersetzen, dass wir uns überhaupt klar sind, was denn als Nationalerbebaum in Frage kommt, weil das können ja auch nur Bäume sein, die wirklich sehr langlebig sind. Und dann diese besonders ästhetisch ansprechenden, halb zerfallenen, aber doch Ehrfurcht erzeugenden Baumkronen ausbilden können. Ne? Mittelalte Bäume mögen riesengroß werden und auch gigantische Kronen haben, aber sie haben nicht diesen Charakter, den so ein uralter, wirklich auch, den man sein Alter auch ansieht, Baum einnehmen kann. Ne? So, und deswegen spaßeshalber einfach mal die kurzlebigen Bäume mit 80 bis 100 Jahren einfach ein paar Beispiele: Kulturapfel, Birne, Kirsche, Sanddorn, Moor, ach Birke, Entschuldigung, Sandbirke, Moorbirke, der Blauglockenbaum, der in aller Munde ist, als super schnellwüchsiges Hochleistungsholz. Ja, ich mache da irgendwann nochmal einen extra Beitrag zu. Die Eberesche, die Schwarzerle oder zum Beispiel auch den Götterbaum, den man als invasive Pflanze immer mal wieder, insbesondere auf trockenen Standorten, finden kann. Oder auch die durchaus interessante Mehlbeere, Sorbus aria, das ist ein Baum, der sehr selten eigentlich geworden ist, in den nächsten Jahren vielleicht zunehmen wird, einfach aufgrund dessen, dass er sehr trockenheitsangepasst ist, ist aber jetzt zum Beispiel einheimisch. Oder auch eine Hybridpappel, Pappel macht von alleine Hybride, da müssen wir gar nicht nachhelfen, einfach um ein paar Beispiele genannt zu haben. Grundsätzlich sind all unsere Kulturbäume, also Apfelbaum, Birnbaum etc. pp. Selten langlebig und ja, man kann sie als Kind pflanzen und möglicherweise lebt man länger als der jeweilige Baum. Das trifft nur auf wenige Baumarten zu, dass sowas funktionieren kann. Was uns zu den mittelalten Bäumen führt, die haben so eine Lebenserwartung von 150 bis 300 Jahren. Typische Vertreter sind der Spitz- und Bergahorn, zum Beispiel der Amberbaum, der amerikanische, wunderschöne Herbstfärbung, vielleicht kennt ihn jemand. Die Rotbuche, also unsere stinknormale Buche, die bei uns theoretisch überall im Wald herum rumstehen müsste. Auch die Roteiche, das ist ein amerikanischer Neophyt sozusagen, der aus forstlicher Sicht durchaus anbauwürdig in Deutschland wäre, aber anders als zum Beispiel Stiel- und Traubeneiche, also unsere deutsche Eiche, wenn man sie so nennen möchte, ist die Roteiche eben deutlich weniger langlebig, unter anderem deswegen, weil sie nicht vertüllt. Bedeutet, die Gefäße, die von Wurzel bis in die Baumkrone reichen und für Wassertransport zuständig sind, bleiben ihr Leben lang offen, beziehungsweise auch nach dem Tod noch offen. Soll heißen, ist ein Teil des Holzes des Baums abgestorben, sind die Gefäße durchgängig passierbar und ein Pilz, der jetzt unten in der Baumwurzel in den Baum hineinwächst und in ein solches Gefäß gelangt, der hat quasi eine Autobahn bis in die Baumkrone und kann sich über den gesamten Baum ausbreiten. Für enorm lange Lebenserwartung ist also irgendeine Fähigkeit, um zu verhindern, dass die Gefäße Glasfaserleitung für Keime und Pilze und sonstige Holzzersetzer, ja gut, andere Holzzersetzer als Pilze gibt es ja gar nicht, egal, jedenfalls, dass das eben ausgeschlossen ist. Dafür muss der Baum irgendeine Möglichkeit gefunden haben, während zum Beispiel unsere einheimische Eiche eben diese Gefäße durch, ja, bei Absterben der Zelle frei werdende Mini-Tumore, nenne ich sie jetzt einfach mal, vertüllt, nennt man das. Ja, aber das führt jetzt zu weit. Jedenfalls, man braucht Systeme. Ja, es ist nicht per Zufall so, dass manche Bäume unendlich alt, ja, unendlich alt nicht, aber sehr alt werden können und andere Bäume halt eben nicht. Ja, andere typische Vertreter der mittelalten Bäume sind eben auch unsere Esche, die Stechfichte, das ist Picea
Pungens, glaube ich. Die wäre jetzt auch eher interessant in anderen Ländern, beispielsweise in Schottland pflanzt man die gerne an. Die Hainbuche, die Baumhasel, auch ein beliebterer Baum in der Liste der Zukunftsbaumarten aus dem Ausland. Die Gleditsche habe ich euch, glaube ich, noch erst ein einziges Mal gezeigt, müssen wir auch unbedingt mal besprechen. Schwarzkiefer haben wir schon besprochen. Waldkiefer müssen wir mal nochmal besprechen. Nussbaum, Schwarzpappel, leider auch sehr selten geworden. Aber eben auch die Robinie, die ist gar nicht so kurzlebig, könnte man meinen, aber nein, ist sie nicht. Die Rosskastanie, und zum Beispiel dann auch die Flatterulme, und das langt auch an der Stelle. Ja, Rosskastanie niemals mit Edelkastanie verwechseln, die zählt nämlich, und da kommen wir jetzt zu den sehr langlebigen Bäumen, die eine Lebenserwartung über 400 Jahre haben. Das sind dann gar nicht mal mehr so viele, die da in Deutschland wachsen können. Dabei hat man übrigens hier nicht darauf geachtet, ob das jetzt unbedingt einheimische Bäume sind, sondern einfach Baumarten, die bei uns wachsen können und die das Potenzial haben und im besten Fall sogar schon Exemplare da sind, die halt besonders alt sind, ne? Und die das Potenzial haben, wirklich über 400 Jahre, im besten Fall über 1000 Jahre alt zu werden. Und das sind zum Beispiel die Eibe, ganz weit vorne, die Stiel- und Traubeneiche, der Ginkgo, ja, der stammt aus China, aber der hat durchaus das Potenzial, sehr, sehr alt zu werden, auch wenn wir natürlich in Deutschland noch kein unendlich altes Exemplar haben. So lange wächst er bei uns noch nicht, weil man hat ihn erst anpflanzen müssen. Auch die Esskastanie ist einer, da haben wir aber schon häufiger drüber gesprochen, durchaus ein Baum, der enormes Potenzial für gigantisches Alter hat und auch wunderschön davon abgesehen werden kann, gerade im Alter. Ist vielleicht mein persönlicher Favorit unter den sehr alten Bäumen. Die europäische Lärche, also die aus dem Alpenraum, und ganz wichtig, gerade auch vielleicht für die deutsche Geschichte, die Sommer- und Winterlinde, die als Gerichtslinde ja auch gerne auf dem Dorfplatz rumstand und ja, wo man dann an der Linde abhängen konnte. Ha, ha. Ja, so viel erstmal hierzu, ne, damit wir die mal durchgegangen haben sind. Das war mir an der Stelle einfach mal wichtig. So, das war jetzt vielleicht nicht besonders spannend gerade, aber jetzt zum Abschluss vielleicht hier nochmal die Phasen in der Lebensentwicklung von langlebigen Bäumen. Ja, davon, das kann ich gleich schon mal vorwegnehmen, sehen wir bei uns im normalen beförsterten Wald, ja, was auch gut und richtig so ist, dass der beförstert ist. Die Diskussion kennen wir schon, die müssen wir jetzt hier nicht schon wieder anfangen. Aber da sehen wir im Grunde Stadium 1 bis 3, hin und wieder mal 4. Und ja, wenn man mal viel Glück hat, vielleicht noch Stadium 5. Alles darüber hinaus, das ist wirklich ein ganz seltener Anblick und kommt fast immer nur bei Bäumen vor, die eben aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für den Mensch tatsächlich auch am Leben erhalten worden sind. Findet man mal einen wirklich langlebigen Baum, der auch schon lange lebt, also einen alten, im Wald, dann kommt das nur so zustande, dass wirklich Generationen von Förstern diesen Baum gepflegt haben, diesen Baum drauf aufgepasst haben und ihn behütet haben. Das gibt es zwar, aber das ist leider wirklich ein sehr, 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 sehr seltener Fall. Ich kenne so drei, vier Beispiele und ich gebe mir Mühe, die Dinger zu finden. Und trotzdem kenne ich eben nur drei, vier Beispiele. Also wie gesagt, sehr, sehr selten. Häufig sind das Bäume, die irgendwo auf dem Feld stehen, oft auch im Dorf, am Dorfrand, in einem großen Vorgarten, was weiß ich. Ja, das ist wirklich häufiger der Fall als mitten in der Wildnis und man hat sie einfach nicht gefunden und übersehen über die Jahrtausende. Im besten Fall. Ne? Das kommt in Deutschland, in Mitteleuropa ist das eigentlich nahezu ausgeschlossen. Ja, die einzelnen Phasen, ihr seht ja schon, da unten steht Erläuterungen im Text, die würde ich hierzu einfach mal vorlesen wollen. Wir zitieren wieder aus der AFZ 4 von 2019. Das ist übrigens die Allgemeine Forstzeitung, nur der Vollständigkeit halber sehr wichtiges Blatt für ja, alle, die irgendwas mit Forst zu tun haben. Sehr gutes Blatt im Übrigen, auch sehr empfehlenswert für alle, die noch nicht die AFZ lesen und irgendwie vom Fach sind und zufällig bei mir zugucken und tatsächlich nicht wissen, was die AFZ ist. Gut, also zunächst mal haben wir in Phase 1 die sogenannte Jugendphase, Kronenaufbau, Etablierung oder Pflanzung am Standort. Es muss ja nicht unbedingt zwingend heißen, dass die super alten Bäume, die wir heute haben, nicht vielleicht auch manchmal gepflanzt worden sind. Gerade die, die in Dörfern oder am Rand von Dörfern stehen, da darf man fast
fast von ausgehen, dass die gepflanzt worden sind. Im Regelfall kann man sagen, dass Pflanzung eher die Lebenserwartung reduziert, aber muss nicht zwingend so sein. Gibt es also offensichtlich, ganz offensichtlich auch Fälle, wo Bäume sehr alt geworden sind, trotz Pflanzung. Explorationsphase, Netzwerk von Langtrieben im Wipfelbereich, das ist dann Nummer 2. Das bedeutet, der Baum versucht sich eben Platz zu beschaffen, kämpft auch gegen andere Bäume oder andere Objekte in der näheren Umgebung an, um eben weiter oben zu sein als diese. Der Kampf ums Licht, ganz wichtig im Leben eines Wirtschaftsbaumes letzten Endes, dass wir diese Phase fördern, diese Phase möglichst lange aufrechterhalten, damit der Baum eben in dieser Explorationsphase auch sein größtes und schnellstes Wachstum zeigt, was für die Holzproduktion eben entscheidend ist. Will man pro Zeit viel Holz haben, dann muss man die Explorationsphase so lange ausnutzen, wie das irgendwie geht. Und im Grunde ist dann bei Punkt 3 bereits die Degenerationsphase erreicht, wo wir eine längliche Bürstenstruktur bekommen. Und das ist dann für forstliche Zwecke sowas, wo man den Baum dann einfach eine Weile stehen lässt, noch ihn reifen lässt sozusagen. Und spätestens, wenn er dann zu sehr gereift hat und ein junger Baum wieder schneller wachsen würde als der Altbaum, der da jetzt noch steht, ja, dann schneidet man ihn halt um, nutzt das Holz, hoffentlich sehr sinnvoll, und der Baum ist weg. Und das trifft eben auf, ja, fast 99% aller Waldbäume eben zu, dass sie dieses Schicksal erleiden, weshalb die anderen Phasen eben, wie gesagt, nicht zum Einsatz kommen. Wir haben Phase 4, die Stagnationsphase, Kurztrieb, Krallen bzw. Pinselstrukturen im Wipfelbereich, soll heißen, die Krone verdichtet sich eher, als dass sie jetzt noch viel größer wird. Wir können bei Bäumen, insbesondere an der Waldgrenze, wunderbar beobachten, also wenn es zum Beispiel zu kalt für Wald oder zu windig für Wald oder ähnliches wird, dass Bäume sehr wohl wissen, dass eine zu große Krone ihnen auch das Genick brechen kann, dass zu viel photosynthetisch aktive Fläche beispielsweise bei Trockenheit einfach nicht aufrecht zu erhalten ist, weil sie auch mit Wasser versorgt werden muss. Und häufig wird das so gelöst, dass wenn ein Baum eben vorhat, alt zu werden, er ab einer gewissen Größe der Krone diese wirklich stagniert, hier und da mal ein winziger Ast rausfällt und dann durch einen anderen Ast, der einfach noch eine zusätzliche Abzweigung bekommt, ausgeglichen wird. Das heißt, insgesamt passiert da im Baumerscheinungsbild über die nächsten 100, 200 Jahre nicht allzu viel, und es ist also wirklich eine reine Stagnation. Dann kommt die Retraktionsphase. Da haben wir dann bereits das Absterben mehrerer Hauptachsen im Wipfelbereich, das ist Phase 5, und damit erste größere Sterbeprozesse. Häufig mag es dann auch vorkommen, dass mit diesen größeren Sterbeprozessen und dem größeren Absterbeprozessen in der Krone auch durchaus Infektionen des Baums durch zum Beispiel Pilze stattfinden können. Und hier ist es, wie eben erwähnt, am Beispiel der Roteiche unglaublich wichtig, dass Bäume mit dem Potenzial, sehr alt zu werden, eben genau wissen, wie sie mit solchen großflächigen systemischen Infektionen umgehen, beziehungsweise die Infektion eines Astes, die darf halt nicht systemisch werden, dass der gesamte Baum vom Pilz befallen wird. Und das ist die große Kunst sozusagen und auch das, was nur selten klappt. Auch Bäume, die 1000 Jahre alt werden können, müssen ja längst nicht jedes Mal 1000 Jahre alt werden. Das bleibt trotzdem noch eine seltene Ausnahme. Wir haben in 6 Kronen Rückbauphase und den ersten Aufbau einer Sekundärkrone in mittlerer Baumhöhe. Das ist ganz wichtig und das kann auch bei Schädigung des Baumes in jungen Jahren bereits passieren. Und wir erleben das momentan gerade sehr häufig bei Buchen, in beliebigen Buchenwald, in dem wir in Deutschland gerade reinlaufen können, dass uns die obere Buchenkrone, also die, die am weitesten am Licht ist, das, was für den Baum eigentlich am wichtigsten ist, die stirbt häufig zurück. Stirbt teilweise auch vollständig ab. Das nennt man auch Buchenkronentrocknis oder Kronentrocknis der Buche. Dass sich dann aber bei den resistenteren Exemplaren, beziehungsweise genau genommen bei den resilienteren Exemplaren der Buche, eine Sekundärkrone so ungefähr auf der Hälfte der Baumhöhe herausbildet. Ja? Also der Baum verzichtet aktiv auf die wichtige Oberkrone,
um quasi für sein zweites Leben, für seine zweite Lebenshälfte, die nicht unbedingt nochmal genauso lang gehen soll wie die erste, das weiß man nicht, könnte auch sein, dass sie länger dauert, bildet er eben weiter unten eine einfachere, besser zu versorgendere, einfacher zu versorgende Krone aus. Grundprinzip ist, je kürzer die Wasserleitung in die Krone, desto einfacher ist es, das Wasser da reinzubekommen. Nur so als ein Beispiel, weshalb so eine Sekundärkrone durchaus große Vorteile haben kann. Und in der Mitte des Baumes ist ja auch noch Platz. Da ist auch noch viel Potenzial da, um eben noch zusätzliche Äste auszubilden und eine zusätzliche sich wieder verdichtende Krone überhaupt aufrechterhalten zu können. Bedeutet, ein sehr alt werdender Baum macht im Laufe seiner Entwicklung verschiedene Kronenphasen durch. Er hat zunächst mal seine Primärstandardkrone, die wir normalerweise auch zu sehen können, und lebt dann gegebenenfalls noch Jahrhunderte mit einer kleinen Sekundärkrone nah am Boden, ohne besonders hoch zu sein, ne? Also in einem, ja, ihr habt ja das Bild gesehen von diesem sehr alten Baum, den ich euch da eben eingeblendet habe. Und ihr könnt auch gerne bitte auf der Nationalerbebäume-Seite euch noch ganz viele Beispiele für die bisherigen Nationalerbebäume angucken. Da gibt es nämlich wunderbare Porträts zu den einzelnen bereits ausgerufenen Nationalerbebäumen. Macht große Freude, insbesondere wenn man das Glück hat, in der Nähe von so einem Ding zu wohnen. Da könnt ihr ja mal schauen. Tendenziell befinden sich mehr von den Dingern in Norddeutschland. Bei mir in der Nähe ist leider gar keiner. Und ja, aber guckt da ruhig mal rein und schaut auf mal auf die Karte und guckt euch mal so einen Nationalerbebaum an, wenn ihr mal gerade nichts zu tun habt. Sie sind einfach beeindruckend. Ne? Gut, aber so viel zu dazu. Zurück zu Phase 8, nee, Phase 7, Entschuldigung. Baumveteranenphase, erste Stammöffnungen, Fäulen, Verdichtungen der Sekundärkrone. Ja? Und das bedeutet, hier geht es jetzt abwärts. Wobei eine große Höhle und große Stammöffnungen ja noch lange nicht das Ende bedeuten müssen. Das kann wirklich noch jahrhundertelang gut gehen, obwohl da bereits Löcher im Stamm drin sind, wenn es eben Baumarten sind, die mit sowas umgehen können, wie zum Beispiel eben eine Eiche. Dann kommt 9, die Zerfallsphase. Der Stamm zerfällt in Teilbäume. Ja? Und da ist dann wirklich ein absolut altes Exemplar erreicht, wenn wir dann gar nicht mehr sagen können, was denn hier ursprünglich mal der Stamm gewesen ist, wenn der ursprüngliche Stammdurchmesser schon gar nicht mehr ermittelt werden kann, beziehungsweise man ihn nur noch grob schätzen kann. Ein prominentes Beispiel ist dann die, ich glaube, Kastanie der 100 Pferde, die blende ich euch aber gleich ein. Machen wir das noch schnell zu Ende. 9, Baummonumentphase, mehrere Eigenständige. Individuen, die zwar ursprünglich aus einem Baum hervorgegangen sind, aber dann eben in einzelnen sich selbst autark versorgenden Reststämmchen sozusagen übrig bleiben. Auch sehr, sehr faszinierend, aber das ist dann halt wirklich ganz, ganz, ganz am Ende eines Baumlebens und sehr selten zu finden. Und wenn man es findet, dann hat man großes Glück. Und 10, dann endgültig die Verjüngungsphase. Das bedeutet nicht, dass der Baum hier stirbt, aber als Einzelstamm, Originalstamm-Individuum sozusagen, dann ist er weg. Ja? Das heißt aber jetzt nicht zwingend, dass er wirklich als DNA gestorben ist, sondern was da wieder austreibt in diesem kleinen Dickicht bei Bild Nummer 10, das kann durchaus ein Klon des Altbaums sein. Dass er also so widerstandsfähig war, dass er sich, als er sich selbst verabschiedet hat, quasi einfach nochmal einen Klon von sich selbst aus dem letzten Stückchen lebender Wurzel austreiben lässt und dieser Klon wohl möglich nochmal alt werden könnte. Ja? Ein Beispiel dafür ist eben Pando. Wer es nicht kennt, googelt es mal eben. Ich habe keine Zeit mehr. Und Pando ist also wirklich eines der herausragenden Beispiele für die Unsterblichkeit, die theoretisch, zumindest die genetische Unsterblichkeit, Holzpflanzen erlangen können. Fast Unsterblichkeit. Na, beinahe. Gut, da jetzt noch mal kurz den Baum der 100 Pferde. Ja, und das ist er. Ich habe hier absichtlich ein Gemälde abgebildet. Das ist von 1800 Ungrad. Und damals befand sich im Baum eine Hütte.
Na, wie ihr hier schön sehen könnt. Und der ist heute noch genauso riesig. Er ist vielleicht ein bisschen weniger voll, möglicherweise, aber zumindest wirklich noch genau in diesem Durchmesser. Die Hütte gibt es so nicht mehr, auch aus Sicherheitsgründen. Man darf da auch nicht mehr reinlaufen, aber ein herausragender Baum. Er steht im Guinness-Buch der Rekorde als dickster Baum der Welt. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Angabe von 1780 stammt und ob die jetzt stimmt, ist eine andere Frage, weil bei damals wurde der Umfang mit 57,9 Meter angegeben. Umfang, ne? Nicht, das ist schon eine Nummer. Ja, also nicht Durchmesser, aber trotzdem. Und das ist dann bei weitem der dickste Baum der Welt. Der ist dann auch tatsächlich dicker als der Arbor del Tuje. Der war vermutlich, wenn man jetzt ihn hier eben rauslässt und das als ja, vielleicht nicht eine ganz valide Angabe betrachtet, ansonsten der dickste Baum der Welt wäre. Das ist übrigens eine Sumpfzypresse in Mexiko. Und ja, aber trotzdem ein wirklich, wirklich beeindruckendes Baumexemplar. Auch uralt, mindestens deutlich über 1000, darf man von ausgehen. Allerdings, es gibt eben auch eine große Debatte, und das ist ein großes Problem bei solchen alten Methusalembäumen, dass man nicht mehr genau sagen kann, ob das wirklich mal ein Stamm gewesen ist, der sich eben in der Zerfallsphase befindet und sich in Einzelstämme sozusagen aufgeteilt hat, dass alles andere drumherum wegverrottet ist und nur noch diese einzelnen Stämme sozusagen übrig geblieben sind, oder ob es halt das Original, der Originalbaum, der in der Mitte mal stand, schon lange tot ist und das nur Klone seiner selbst sind. Und das ist dann halt eben wichtig, wenn wir einen Baum haben wollen, der als Einzelstamm unglaublich alt geworden ist, als Primärpflanze sozusagen, oder eben nur ja, mit ganz fetten Anführungszeichen, nur durch Klone so alt geworden ist. Ist ja beides sehr beeindruckend. Aber für uns Dendrologen sind halt vor allen Dingen die Exemplare, die als Einzelstamm besonders alt geworden sind, von Interesse. Ne? Aber nur damit ich das Ding nochmal gezeigt habe. Und wer dieses Teil jetzt hier wunderschön findet, mal abgesehen von der künstlerischen Gestaltungsfreiheit des Kunstschaffenden hier, der hat vielleicht auch Interesse an unseren Nationalerbebäumen, weil sowas haben wir in Deutschland nicht. Das werden wir in absehbarer Zeit auch nie bekommen. Vielleicht in ja, 200, 300 Jahren oder sowas. Aber wenn wir nicht heute Nationalerbebäume ausweisen, dann werden auch unsere Nachfahren in 300 Jahren garantiert auch nicht so einen Baum haben. Und das wäre schade. Und da können wir jetzt heute viel Gutes tun durch eben diese Nationalerbebäume-Kampagne, die meiner Meinung nach erheblich mehr Aufmerksamkeit verdient. Entschuldigung. Ja, und finanziert wird das Ganze durch die Eva-Meyer-Stiel-Stiftung. Das ist eine gemeinnützige Stiftung. Da ist also wirklich nichts Böses dabei, die sich unter anderem um forstwissenschaftliche und generell dem Wald dienende Projekte kümmert, unter anderem. Ja, Eva Meyer Stiel, ja, das hängt mit der Motorsäge zusammen. Die Firma Stiel ist so reich geworden, dass sie es halt sich einfach leisten können, insbesondere die Eva Meyer Stiel, von eben ihrem fairen Vermögen ein Stück weit was rauszukoppeln und damit eben diese gemeinnützige Stiftung zu gründen. Würden das alle super, super reichen Unternehmen machen, die Welt wäre ein erheblich besserer Ort. Also an der Eva Meyer Stiel Stiftung ist wirklich überhaupt nichts auszusetzen, weder ethisch, moralisch noch sonst irgendwie. Und die finanziert eben dieses Nationalerbebäume-Projekt, was ich für eine großartige Idee halte. Und ja, damit mit viel zu viel Überlänge bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis morgen. Und ja, das war jetzt vielleicht nicht so ein reißerisches Thema und wird wahrscheinlich nicht Tausende von Leuten interessieren. Also ein paar Tausend wahrscheinlich schon, aber nicht allzu viele. Und macht nichts. Dafür ist ja der Adventskalender da, auch für mich, dass ich hier einfach auch mal so ein bisschen Nischenthemen unterbringen kann. Und vielleicht gibt es ja doch ein paar Liebhaber, die sich jetzt über unser Nationalbäume-Projekt freuen. Bedanke mich. Bis morgen. Tschüss.